unser Selbstbewusstsein für diese drei Lebensworte, das zeigt, dass in diesem Territorium, wo ich ganz frei hier für die Menschen, wollte ich das sagen, auch dass meine neue Identität, ich heiße jetzt Mimosa Sadria und meine Kinder, würde ich auch meine Identität mit aller Stärke, dass die beiden Kinder nicht mehr Münkemeier heißt. Dieser Name hat mir sehr Unglück gebracht und in diesem Moment habe ich eine Stärke, dass ich in neue Identität um meine Kinder heiße Helena Sadria und David Sadria. Und das klingt sehr schön, weil ich habe das die Kinder geboren und ich habe das die Kinder im Herzen und ich habe das Milch bei den Kindern gegeben. Ich bin eine freie Adler jetzt und ich wollte das alle eine Botschaft zu geben, dass alle Menschen müssen sie ihre Identität, wenn die von diesen Ex-Männern sehr viele misshandelt, das heißt, in diesem Territorium können sie normalerweise ihre neue Identität, eine freie Adler zu zeigen. Ein freier Mensch, ein freier Mensch. Ist das schön hier, die Sonnenschein und gleichzeitig ist ein bisschen windig hier, aber dieses Territorium bringt mir ganz starke Energie für neue Identität zu zeigen, dass ich ein freier Mensch zu sein. Ich bin frei!